Menschen wollen in den Himmel. Das glaube ich zutiefst, dass Menschen eine tiefe Sehnsucht danach haben, zu wissen, was nach dem Tod kommt. Sie haben eine Sehnsucht nach ewigem Leben oder nach Unsterblichkeit. Das sind eigentlich Synonyme füreinander. Und ich glaube, dass Menschen wirklich eine Sehnsucht danach haben. Deswegen auch die Frage, die über unserem Gottesdienst hier steht, wie werde ich unsterblich? Jeder hat diese Sehnsucht in sich, dass nicht alles aus ist, wenn der Deckel draufkommt. Es geht sogar so weit, dass mittlerweile, habe ich gelesen, Forscher dran sind, menschliche Gehirne in künstliche Körper zu setzen, damit diese ewig leben können. Und wir sind in diesem Clip der Frage nachgegangen, haben eine Umfrage gemacht, wie Menschen versuchen, dass nach dem Tod nicht alles aus ist oder was sie denken, was möglich wäre, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Und Menschen versuchen das mit guten Werten oder gute Taten. Materia, der Künstler dieses Liedes, versucht es mit, hat es mit Toleranz versucht, gute Werte, oder hat sich gefragt, ob man eventuell sich irgendeiner Religion anschließen muss, um dann anzukommen. Am Ende, und das haben wir jetzt hier nicht mehr gehört, kommt er zu dem Schluss, dass für ihn der Himmel ist, wenn er bei einer Frau im Arm liegt. Ähnlich wie das erste Lied, was wir gehört haben, Who Wants to Live Forever, dass der Himmel jetzt ist, also in diesem Moment, diesen Himmel auf den Moment runterzubrechen. Und für mich, ehrlich gesagt, als ich darüber nachgedacht habe, das hat ja auch was Positives, das klingt ganz gut, natürlich, wir sollen den Moment jetzt ausnutzen und so weiter, aber für mich ist das zu kurz gedacht. Ich glaube, dass nach dem Tod noch etwas passiert und ich will mich darauf vorbereiten. Ich bin dann im Internet auf die Suche gegangen und habe gefragt, was die Menschen gefragt, was oder gesucht, was die Menschen vorschlagen, was ich machen kann, um unsterblich zu sein. Und die erste Antwort war ziemlich ernüchternd. Da hat mir jemand gesagt, nur Chuck Norris ist unsterblich. Ein anderer Vorschlag ist, ich solle mir doch eine Teflonpfanne kaufen, denn Teflonpfannen haben das Motto, nie mehr abkratzen. Ja? Vielleicht gelingt es damit. Oder mir ein paar Ecstasy-Pillen kaufen, dann würde ich mich für ein paar Tage unsterblich fühlen. Oder, ein Vorschlag, auch sehr kreativ, den Friedhof mal richtig verwüsten, dann würde ich auf dem Friedhof Lokalverbot bekommen. Ich glaube nicht, dass das etwas an meiner Unsterblichkeit ändern würde. Eins steht fest, den Menschen reicht es nicht, einfach auf den Tod zu warten und dann mal zu gucken, was zu kommt, sondern sie fragen sich, was kommt danach? Sie fragen sich, was kommt danach? Einfach feiern, das Leben genießen, das Jetzt genießen, das kann man sich mal für eine bestimmte Zeit lang sagen oder einreden, aber irgendwann fragt sich jeder, was denn danach kommt. Also die Frage, wie wird man unsterblich? Wie wird man unsterblich? Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel, gar nicht, würde ich mal sagen. Gar nicht, denn jeder ist bereits unsterblich. Jeder ist bereits unsterblich. In gewissem Sinne ist jeder unsterblich, denn jeder, und das sagt die Bibel, wird nach dem Tod noch einmal aufwachen. Also, auch wenn du hier körperlich stirbst, ist damit nicht alles aus, sondern danach geht auf jeden Fall zumindest mal für eine bestimmte Zeit irgendwie nochmal weiter. Das sagt die Bibel. Ein Vers greife ich raus, den möchte ich euch zeigen, Johannes 5, Vers 28, das sagt Jesus selber, auch wenn die, und er weiß wahrscheinlich, dass die Jünger sich wundern, deswegen sagt er, wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen, und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Also, nach dem Tod des Körpers folgt irgendeine Art von neuer Realität. Nicht im Sinne von Reinkarnation, dass wir als etwas Neues geboren werden und nichts von dem alten Leben wissen. Nein, es gibt irgendeine Art Weiterleben. Und daher kommt, glaube ich, auch unsere Sehnsucht danach. Die Bibel beschreibt das auch und sagt, dass das diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in unser Herz hineingelegt wurde. Mit dem Tod ist also nicht alles aus. Es ist im gewissen Sinne ein Ende,
gleichzeitig aber auch ein Anfang. Und so hat Dietrich Bonhoeffer das gesagt, kurz vor seiner Hinrichtung hat er das aufgeschrieben, hat er gesagt, das ist das Ende. Aber zugleich auch der Anfang. Ist das Ende, aber zugleich auch der Anfang. Viele von euch haben in den letzten Tagen das Buch der Offenbarung gelesen. In dieser Woche ging es um das Buch der Offenbarung. Und ich weiß nicht, mir ging es schon oft so, als ich die Offenbarung gelesen habe, dass ich mich gefragt habe, was soll das eigentlich, was steht hier? Und mir und vielen anderen, weiß ich, hat dieses Buch sehr geholfen. Wenn ihr dran seid, die Offenbarung zu lesen, vielleicht mal ausführlicher, dann kann ich euch dieses Buch empfehlen. Ihr bekommt das auch hinten am Bücherstand. Das neben die Bibel zu legen und dieses Buch zu lesen, das hilft euch sehr. Werbeblock zu Ende. Nee, das soll wirklich eine gute, ist wirklich eine gute Hilfestellung. Und im Buch der Offenbarung, wenn ihr das gelesen habt, habt ihr mehrere Hinweise darauf gefunden, dass für den Menschen nach dem Tod nicht gleich alles vorbei ist. Am Anfang des Buches der Offenbarung, gleich am Anfang, wird Jesus als der beschrieben, der den Tod besiegt hat. Ja? Er ist gestorben, aber auch auferstanden. Das feiern wir an Ostern. Er hat also Macht über Leben und Tod, steht in 1 Vers 18. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, werden alle nach dem Tod aufwachen. Mit dem Tod ist also nicht alles auf. Ich habe euch hier eine Auflistung. In 1 Vers 7 steht, dass alle Jesus sehen werden. Alle werden ihn sehen. In Kapitel 5 steht, dass alle Geschöpfe ihn anbeten. Und in Kapitel 20 steht, dass alle vor Gericht stehen werden. Ja? Also wir glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Entweder ein ewiges Leben bei Gott oder ein ewiges Leben, ein Leben getrennt von Gott. Und vor diesem Ort oder vor diesem Zustand, getrennt von Gott, warnt die Bibel ausdrücklich. Niemand will diesen Ort je sehen. Ich habe einige Bekannte in meinem Leben gehabt, die das witzig fanden, immer wieder zu sagen, ach, ich komme sowieso in die Hölle und das macht mir nichts aus. Und das hat mich jedes Mal ein bisschen stutzig gemacht, weil ich dachte, wenn die Leute wüssten, was dieser Ort eigentlich ist, dieses völlige Getrenntsein von Gott, dann würden sie, glaube ich, nicht so Späße darüber machen, sondern eher alles, was in ihrer Macht liegt, daran setzen, diesen Ort niemals zu sehen. Also die eigentliche Frage ist nicht, wie werde ich unsterblich, sondern habe ich ewiges Leben mit Gott oder getrennt von Gott. Wichtig dabei ist ja, wie wird der Himmel oder dieses ewige Leben aussehen? Was erwartet mich da? Warum sollte ich überhaupt dahin wollen? Und Heinrich hat das gerade angefangen, so ein wenig zu beschreiben, wie dieser Himmel aussieht. Aber der erste Grund, warum du in den Himmel willst, ist, weil du auf gar keinen Fall in diesen Ort, in die Hölle, getrennt von Gott willst. Das willst du auf gar keinen Fall. Die Hölle bedeutet Hoffnungslosigkeit pur. Hoffnungslosigkeit pur. Und Dostojewski hat das mal passend beschrieben, wie ich fand. Völlig ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ohne Hoffnung leben heißt nicht mehr leben. Kein Zufall ist es, dass bei Dante über dem Eingang zur Hölle steht, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung hinter euch. Hoffnungslosigkeit pur. Wir brauchen Hoffnung. Und dieser Ort, da gibt es keine Hoffnung mehr, keine Zukunft auf Besserung, sondern da ist Trennung von Gott. Zum anderen willst du in den Himmel, weil der Himmel unbeschreiblich schön ist. Wer die Offenbarung gelesen hat, hat das an einigen Ecken und Enden gesehen. Kapitel 21 beschreibt den Himmel als die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott ist direkt unter den Menschen. Und dort gibt es keinen Tod, keine Trauer, keine Qual mehr. Der Himmel bedeutet ein realer Ort. Also nicht irgendwie ein geistig diffuser Zustand, irgendeine Wolke, sondern ein greifbarer Ort. Er bedeutet auch eine neue Schöpfung. Was Gott in der Schöpfung hier angefangen hat, was wir hier genießen schon, das wird er vollkommen perfekt wiederherstellen. Sie bedeutet auch ein neuer Körper. Also du wirst nicht irgendwie ein Geistwesen, eine Harfe spielend auf der Wolke sein, sondern einen neuen Körper bekommen, der perfekt ist. Es wird keine Krankheit geben, keinen Zerfall des Körpers mehr geben.
Der Himmel bedeutet auch definitiv keine Langeweile. Es ist keine ewige Gebetsstunde oder so kein kalter, steriler Ort mit Edelsteinen und Gold. Kann man manchmal meinen, wenn man anfängt, die Offenbarung zu lesen. Nein, der Himmel wird ein Ort völliger Kreativität sein. Warum? Weil Gott kreativ ist, weil er durch und durch kreativ ist. Es wird ein schöner Ort sein und wir werden uns zutiefst zu Hause fühlen. Wir werden essen, trinken, Natur genießen, Musik machen und so weiter. Das Schönste an dem Ganzen ist, glaube ich, wie Heinrich das gerade gesagt hat, die Gegenwart von Jesus. Jesus wird da sein. Du wirst den sehen, der sein Leben für dich gegeben hat. Jeder von uns ist gerne mit Menschen zusammen, die ihn lieben. Und wenn du im Himmel bist, bist du mit der Person zusammen, die dich so liebt wie kein anderer. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und mit dieser Person darfst du die Ewigkeit verbringen. Jesus ist die Schönheit in Person, die Liebe in Person, die Barmherzigkeit in Person, die Treue in Person, die Entschlossenheit in Person, die Freude in Person, die Freundlichkeit in Person und so weiter. Und der Himmel bedeutet auch Stillung deiner wirklich tiefen Sehnsüchte. Wasser für die Durstigen, Ruhe für die Müden, Gesundheit für die Kranken, Augenlicht für die Blinden, Geborgenheit für die Bedrohten, Freiheit für die Gefangenen. Das bedeutet der Himmel. Es gibt unterschiedlichste Nahtoderlebnisse, was auch immer man davon halten mag. Aber was ich daran faszinierend finde, ist, dass alle den Himmel als einen Ort beschreiben, der dich magisch anzieht. Und das erwarte ich. Ich glaube, dass dieser Ort meine kühnsten und besten Vorstellungen übertreffen wird. Und die Bibel versucht, diesen Ort zu beschreiben mit Edelsteinen und Gold und alles Mögliche. Die Bibel muss ja unsere Begriffe benutzen, aber es ist nur, ich glaube, nur so ein billiger Abklatsch von dem, was uns wirklich erwartet. Es wird der Knaller. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie kann ich dahin kommen? Wie kann ich dahin kommen? Und da macht die Bibel es sehr einfach. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Die Bibel sagt, du brauchst Jesus. Und warum, wer den Sohn Gottes hat, was heißt hat? Die Bibel beschreibt es, wenn wir Christen werden, wenn wir Jesus annehmen, dann kommt Jesus in unser Herz hinein. Er nimmt Wohnung bei uns, sagt die Bibel. Das heißt es, Jesus zu haben. Und da ich schon die Teflonpfanne hier habe, will ich euch das kurz an dieser Pfanne erklären. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle Pfannen, die nicht so beschichtet sind. Und wenn ihr dann was anbratet oder was kocht, dann gibt es da unten so einen Schmutz und das muss dann abgekratzt werden. Ja? Und ich glaube, dass jeder von uns so eine alte, billige, schöne vielleicht mal teure und so weiter, aber eine Pfanne ist, wo sich immer wieder Dreck ansammelt. Wo sich immer wieder mal was ansammelt. Und es ist unabhängig davon, ob viel oder wenig, ob die richtig verkrustet ist oder nur ein bisschen was dran ist. Wir wollen mit dieser Pfanne nicht mehr kochen, bevor sie nicht sauber ist. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du Jesus hast, wäscht er diesen Schmutz weg. Wäscht er diesen Schmutz weg. Und mehr noch, er macht nicht nur das, sondern er legt da so eine Versiegelung drauf, wie das bei der Teflonpfanne ist. Er legt eine Versiegelung drauf, dass da nichts mehr anhaftet, sondern dass du frei bist, dass du gerecht bist. Eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist, sagt die Bibel auch. Unser Wissen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Also die Bibel sagt, du brauchst Jesus. Jesus wird beschrieben als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, also in die Ewigkeit mit Gott, ohne Jesus kennenzulernen, ihn anzunehmen. Und wenn du ihn allerdings annimmst, er die Herrschaft über dein Leben bekommen darf, du ihm vertraust, dass er deine Schuld wegnehmen darf, dann hast du hier auf der Erde schon eine tonnenschwere Last genommen. Und zusätzlich wartet auf dich die Ewigkeit mit Gott. Am Ende der Offenbarung, ich glaube der vorletzte Vers,
22, Vers 17b, kommt der sozusagen letzte Aufruf, der letzte Aufruf der Bibel. Wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens, des ewigen Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Also Jesus sagt, wer Erlösung von seiner Schuld will, der kann sie bei mir abladen. Wer eine tiefe Sehnsucht hat nach der Unsterblichkeit, nach ewigem Leben, der kann zu mir kommen. Wer es satt hat, ständig diese Begrenzung zu erleben, auch die Begrenzung, was das Leben angeht, der kann zu mir kommen. Ich schenke diese befreiende Wahrheit des ewigen Lebens. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Cesare Borgia. Ich liebe es, diesen Namen auszusprechen. Ein italienischer Herrscher aus dem 15. Jahrhundert, der hat kurz vor seinem Tod Folgendes gesagt. Ich habe für alles Vorsorge getroffen, nur nicht für den Tod. Jetzt muss ich unvorbereitet sterben. Ich finde, das sind sehr traurige letzte Worte. Ich möchte dich heute ermutigen, Vorsorge zu treffen. Wir als Menschen sind so, wenn wir wissen, dass ein Ende naht, dann bereiten wir uns darauf vor. Wir befinden uns am Ende dieser Kampagne und wir wissen, in 2 Wochen haben wir hier wieder Gottesdienst und wir wissen, da wird es ein neues Thema geben. Wir haben uns darauf vorbereitet, auf dieses Ende der Kampagne. Und du kennst das, du bereitest dich genauso darauf vor, wenn etwas zu Ende geht, dann bereitest du dich auf das vor, was danach kommt. Und genauso ist es mit dem Tod. Definitiv werden wir hier auf der Erde sterben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, Vorsorge zu treffen. Darüber nachzudenken, was in deinem Leben kommt, wenn der Deckel drauf kommt. Und wir wollen dir helfen. Wenn du willst, helfen wir dir sehr gerne. Und du kannst gerne nach dem Gottesdienst auch hier nach vorne kommen. Hier sind Menschen, die mit dir beten oder Fragen beantworten, die dir helfen. Wichtig ist, triff eine Entscheidung, dass du Jesus besser kennenlernen willst, dass du ihn hast. Ich habe in den letzten Wochen jemanden kennengelernt, den Hisni, und den bitte ich schon mal nach vorne. Der Hisni hat gewissermaßen Vorsorge getroffen. Nicht ganz freiwillig, aber er hat angefangen, in der Bibel zu lesen und auf eine ganz spannende Art und Weise. Und Gott ist ihm begegnet und hat seine Sehnsüchte gestillt. Und die Geschichte ist so faszinierend und so spannend, dass ich will, dass er die mit euch teilt. Ja, vielen Dank, Daniel. Vorsorge getroffen, das hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich heiße Hisni, bin in Deutschland geboren, ich bin Aramäer. Und wir Aramäer sind christlich, haben einen christlichen Hintergrund. Wir stammen aus der syrisch-orthodoxen Kirche, die ist ja so ähnlich wie die katholische Kirche, so wie die koptische Kirche in Ägypten. Und für mich war der Glaube etwas ganz Normales. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass es nicht einen Gott gibt. Durch meine Familie, die sehr stark mit der Kirche verwoben war, durfte ich sehr, sehr viel hören. Und ich sage ganz bewusst hören, weil in unserer Kultur ist es eine sehr starke orale Kultur. Also man erzählt sehr viel, man hört sehr viel, man liest weniger. Und so wusste ich schon einige Dinge über den christlichen Glauben, Weihnachten, Ostern, Christi Himmelfahrt. Das war für mich das Normalste, was es gibt. Gott an sich, das war für mich wie ein Polizist, der mit einem Strafzettel umherläuft und hofft, jemanden zu erwischen. Er war für mich wie so ein Spielverderber. Ich hatte schon eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, aber er war für mich ja so unerreichbar, genauso wie auch die Bibel für mich unerreichbar war. Dieses Buch war zwar im Wohnzimmer vergoldet, aber da durfte man ja nicht drinnen lesen, das würden wir ja niemals verstehen. Das war alleine dem Priester vorbehalten. Und so war dieses Unerreichbare zu diesem Buch, aber auch zu diesem Gott, einfach in meinem Leben da. Wenn mich jemand immer gefragt hat, an was glaubst du? Für mich war ganz klar,
ich glaube an Jesus. Was ist das für eine Frage? Ich wäre für Jesus gestorben. Jesus war meine Identität. Aber Jesus kennen? Nein, ich kannte ihn nicht. Ich kannte ihn nicht persönlich. Ich wusste einiges von diesem Jesus, aber dass ich über diesen Jesus gelesen habe, das war Fehlanzeige. Durch diese angezogene Religiosität, die mir nicht diese Tiefe schenkte, die ich brauchte, diese Sehnsucht, diese Stillung meines Hungers, meiner Seele, habe ich ja in meinem Teenageralter, so mit 15, 16, angefangen, auf Partys zu gehen. Ich habe es geliebt, auf Partys zu gehen. Ich wollte das damit kombinieren, weil ich mir einfach gedacht habe, es reicht einfach nicht. Und so habe ich mir einfach diesen Sinn des Lebens durch diese Religiosität, immer in die Kirche sonntags, zweimal die Woche in Aramäischunterricht. Wir mussten unbedingt die Liturgie der Kirche lernen. Also das war ganz, ganz wichtig. Und am Wochenende auf Partys, Beziehung mit Mädels, Alkohol und alles, was dazugehört. Ich kombinierte diese Dinge und ich habe gedacht, durch diese Kombination, durch das Wochenende, durch diesen Lifestyle und plus sonntags in die Kirche, diese Religiosität, habe ich diesen Sinn im Leben. Und das ging eine lange Zeit so und ich war auch glücklich für einen Zeitpunkt. Und dann so Mitte 20 kam mir der Gedanke, dass es einfach nicht so weitergehen kann. Es fehlte immer noch etwas. Ich war noch nicht an diesem Ziel, der in mir suchend war, einfach noch nicht angelangt. Da meine Eltern, wie ich schon auch gesagt habe, sehr stark in der Kirche verwoben waren, habe ich mich für dieses religiöse Leben entschieden. In meinem Leben habe ich auch sehr viel gefastet, was ganz normal war bei uns. Spenden war auch ganz normal. Und Gebete, meistens auswendig gelernte Gebete. Aber das hat mir gefallen, dieses fromme Leben, diese guten Werte, die man auch ja weiterbekommen hat durch die Kirche und durch die Eltern, das wollte ich. Ich wollte eine Familie gründen. Ich wollte heiraten. Ich wollte ein guter Familienvater sein. Und dann entschied ich mich mit 25, diese Kirchentradition, die ist sehr, sehr komplex, wenn man sich mal damit beschäftigt, das ist schon echt krass. Ich wollte mich darin schulen. Und so entschied ich mich, mit 25 in die Türkei zu fliegen, in ein christliches Kloster, um da als Messdiener das nötige Feedback zu bekommen, um auch dem Priester vor Ort in meiner Gemeinde ja als Handlanger zu dienen, ihm zu helfen in der Messe, in der heiligen Messe. Und so war ich da insgesamt für 10 Monate. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Kloster war mitten im Nichts. Also da war wirklich das Kloster und außen herum Steine und Sand. Manchmal ein paar Hirten habe ich gesehen mit ein paar Schafen, aber dann hat es auch aufgehört. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nie bewusst in der Bibel gelesen, weil es nicht üblich war. Ich wusste viel vom Hören. Das Einzige, was wir Messdiener durften, waren Teile aus den Briefen von Paulus, die sind ganz zum Schluss, vor der Offenbarung noch, durften wir lesen in der Messe. Ich habe sie selber nie verstanden und die zuhörten, haben das auch nicht verstanden meistens. Die Evangelien durfte nur der Priester lesen. Und so sagte uns einmal im Aramäischunterricht der Lehrer, wenn ihr etwas nicht versteht, dann lest in der deutschen Bibel. Das hat er zu uns, die aus Europa kamen, hat er uns das gesagt. Der Gedanke gefiel mir. So las ich dann diese Teilabschnitte der deutschen Bibel. Ich hatte da ein neues Testament mitgebracht. Also hatte ich mir mitgenommen. Und das hatte ich da. Ich las dann diese Teilabschnitte und ich habe echt wirklich wenig verstanden. Manches habe ich verstanden, aber zum größten Teil habe ich nicht das meiste verstanden. Ich dachte, ich brauche es nicht verstehen. Ich bin ja ein guter Mensch, ich habe moralische Maßstäbe, Gott wird es schon verstehen. Aber dann kam mir der nächste Gedanke, wieso liest du nicht mal die Bibel von Anfang an? Der Gedanke gefiel mir ebenso. Und so habe ich mich fest entschlossen, die Bibel zu lesen. Und das von Anfang an.
Ich hatte nur das Neue Testament. So begann ich mit dem Evangelium nach Matthäus. Das Erste, was mir begegnete, waren ganz viele Namen. Das hat mich total fasziniert. Diese ganzen Namen zu lesen, das war einfach, damit habe ich mich so stark identifiziert, weil bei uns in der Kultur haben Namen einen großen Stellenwert. Wir orientieren uns nach den Familiennamen, nach den Sippen, nach den Generationen. Und das war so für mich so transparent, so zum Greifen nah. Ich war einfach nur fasziniert. Und das schon am Anfang. Und dann las ich die Weihnachtsgeschichte. Ich kannte sie vom Hören. Aber dann las ich sie. Das war wie so eine Entdeckungsreise durch die Bibel. Das war echt unglaublich. Und so kam ich zum 5. Kapitel. Und dort steht geschrieben, Jesus setzte sich und er tat seinen Mund auf und lehrte. Und das war für mich, Jesus spricht. Der Gründer des christlichen Glaubens spricht jetzt. Jetzt heißt es aufmerksam sein. Ich habe mir schon gedacht, was kommt jetzt? Ich war so neugierig. Aber das war für mich die allerschrecklichste Botschaft oder der allerschrecklichste Moment in meinem ganzen Leben. Mir kam nie der Gedanke, meine Feinde zu lieben, für meine Verfolger zu beten. Jesus sagt, bete für deine Feinde. Liebe deine Feinde. Ich habe es nie für schlimm erachtet, mal hinterm Rücken zu reden oder so ein bisschen Neid zu haben, Eifersucht zu haben. Jesus sagt, wenn du schon im Herzen dieses empfindest, hast du schon alles gebrochen. Richte nicht auf, dass du nicht gerichtet wirst. Ziehe dir deinen Balken aus deinem Auge, bevor du den Grashalm deines Bruders Auge sehen kannst und das rausziehen kannst. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe gespendet, aber ich erkannte tatsächlich, dass ich all diese Dinge aus einer total falschen Motivation tat. Ich machte mir ständig Sorgen um mein Leben. Es drehte sich alles um mich. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Meine ganze Weltanschauung war zerbrochen. In diesen 10 Minuten vielleicht, die ich gelesen hatte. Ich war völlig ausgezogen vor Jesus da. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mein Herz erkannt. Zum allerersten Mal in meinem Leben sah ich, wie es in meinem Herzen aussah. Ich war blind. Ich habe diese ganzen Dinge nicht gesehen. Diese ganzen Sachen, die ich nicht sah, diese ganzen Sünden, diese ganze Herzensangelegenheit, sah ich auf einmal. Und ich musste sie irgendwie loswerden. Ich musste diese Last, die ich hatte, einfach loswerden. Und bei uns, so wie ich es gelernt hatte, gab es die Beichte. Das hieß, ich muss beichten. Ich muss diese Sünde, diese Last, die ich erkannte, musste ich einfach loswerden. Und so ging ich zu. Es war echt ein Kampf. Also ich könnte das nochmal ausweiten, aber das wird den Rahmen sprengen. Es war echt ein Kampf, zu diesem Menschen zu gehen und ihm wirklich alles zu sagen. Also ich habe mich echt durchgerungen. Das hat 2 Tage gedauert. Ich habe mich entschlossen, ich gehe dahin. Ich habe ihm gesagt, ich so, heiliger Vater, ich möchte eine ehrliche Beichte ablegen. Und er entgegnete mir, dass er mir die Beichte nicht abnehmen kann. Ich müsse nach Deutschland zu meinem Priester von der Gemeinde und er wird mir die Beichte abnehmen und mich in meinem Glaubensleben begleiten, also Seelsorge betreiben sozusagen. War für mich in allererster Linie logisch. Ich ging in mein Bett, zack, der nächste Gedanke kam, was passiert, wenn du heute stirbst? Was passiert, wenn ein Flugzeug abstürzt beim Rückflug? Was passiert, wenn Extremisten hier ins Kloster kommen und uns alle umbringen? Schock. Ein Schock nach dem anderen.
Ich ging sofort am nächsten Tag wieder zum Mönchen. Ich schilderte ihm meine Situation und er entgegnete mir: Schicksal. Es ist dann Gottes Wille. Ich war geschockt schon wieder. Ich habe ihm nichts gesagt, aus Respekt, ich bin gegangen. Aber in mir sagte es einfach, das kann doch nicht sein, dass Gott, dass Jesus dir diese Botschaft gibt und dich so zurücklässt. Das kann doch nicht sein. Und so ging ich in einen Ort, da wo ich war und da wo ich Ruhe fand, und ich bin zerbrochen. Ich bin zerbrochen, ich habe wirklich wie ein kleines Kind geweint. Ich war so hilflos, meine Familie war weg, ich war alleine, keine Freunde, da war gar nichts. Ich schrie und ich sagte: Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir. Dann hilf mir in dieser Hoffnungslosigkeit. Und so kam mir der Gedanke: Lies weiter. Ich dachte, das kann nicht sein. Was wird denn noch geschehen, wenn ich jetzt weiterlese? Aber ich habe weitergelesen. Ich habe weitergelesen und ich bin dann auf folgenden Vers gestoßen. Da, wo Jesus sagt: Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Freude schenken. Das war für mich eine totale Befreiung. Ich habe diesen Vers noch nie in meinem Leben gelesen. Und das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alles, was ich damals hörte, den Kreuzestod von Jesus, es machte Sinn für mich. Er ist für diese Sünden, die ich tat, gestorben. Und ich durfte diesen Sünden, diesen Rucksack voller Sünden am Kreuz ablegen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus mir ein neues Leben geschenkt hat. Und es ist so, ich habe mir ständig mein Leben durch viele Dinge füllen wollen, meine Seele füllen wollen. Und ich möchte das gerne veranschaulichen. Und ich habe den Sinn des Lebens absolut in Jesus gefunden. Und ich stehe hier und ich bezeuge das vom ganzen Herzen, dass alleine nur Jesus Christus das wahre Leben ist. Das, wonach wir uns sehen, wir uns Menschen. Es war so, ich habe mein Leben ständig mit anderen Sachen füllen wollen. Und das hat auch gehalten. Komm mal ein Stückchen hier hin, Jens. Es hat gehalten, ein Stück weit. Aber dann war mein Herz genauso leer wie vorher auch. Es war nichts drin. Aber so kam Jesus in mein Leben und erfüllte mein Leben. Und er füllte mein Leben und erfüllte es nicht nur, er gab mir sogar im Überfluss. Er gab mir im Überfluss. Danke. Dass ich auch anderen Menschen diese frohe Botschaft verkündigen kann. Und dieses "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid", gilt auch für dich. Es ist eine Botschaft für dich. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du wurdest eingeladen. Ich mache dir Mut, ja, über dein Leben nachzudenken und eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht traust du dich nicht, nach vorne zu kommen, gleich nach dem Gottesdienst. Stupst mal den, der dich mitgenommen hat, einmal so an die Schulter und sag: Hey, komm, begleite mich. Oder vielleicht bist du hier schon des Öfteren hier gewesen und du hast so oft schon die Botschaft gehört und hast dich nicht getraut, diesen Schritt zu wagen. Ich mach dir Mut, echt. Ich mach dir Mut, komm nach vorne. Ja, wir beten zusammen. Wir helfen dir. Und das Tolle an dieser Botschaft ist, sie ist auch für Teenager und für Kinder. Wenn ihr das verstanden habt, dann kommt nach vorne. Traut euch. Wir beten zusammen. Und ich bin dankbar, dass ich euch diese Botschaft sagen kann, dass diese Gemeinde diese Botschaft einfach verkündigt, weil sie ist allein die Wahrheit. Ich möchte noch beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Schließt die Augen, wenn ihr mögt.
Und danach werden wir noch ein Lied singen. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir vom ganzen Herzen danken, dass du es bist, der die Herzen berührt und uns zeigt, Herr, wie unsere Herzen und wie unsere Gedanken sind. Wir sind vor dich schuld, vor dir schuldig, Herr. Ständig vergleichen wir uns mit anderen Menschen und sehen gar nicht unsere eigene Schuld. Und Herr, du bist es, der uns aufmerksam auf das macht, Herr, dass wir vor Gott, dem Schöpfer, vor dir schuldig sind, Herr. Und ich bete, dass du heute durch die Reihen gehst, Herr, und die Herzen berührst, die Herzen weich machst, Herr. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, Herr. Dir allein gebührt Lob, Preis und Ehre, Herr Jesus. Und ich bitte in deinem Namen, Herr, dass du Herzen bewegst und Mut schenkst, Herr. Amen.